Also ich für meinen Teil wusste nicht mehr, dass es einen Spinnenabschnitt gibt in dem Spiel. Aber da bin ich jetzt gelandet. Na danke. Und sofort gefangen genommen worden. Und hier muss man diese Fähigkeit kriegen, mit der man sich dann zurückschwingen kann. Denn der Weg dahin, eben gerade, das hat man schon so ein bisschen gesehen. Da sind auch so eine Dinger. Der war von denen. Der war mit solchen, ja, Geisterhaken oder was auch immer das sind, markiert gewesen. Kurz bevor wir da festgenommen, oder was heißt festgenommen? Ja, gefangen genommen, eingesponnen. Und hat man die schon gesehen, und zwar waren das so eine blauen. Scheinbar in blau und rot leuchtend. Doesn't look like you can do anything against tall, dark and gruesome yet. Best to avoid it for now. Die sind aber ordentlich zu hier, die Kleinen. Will mal einer kurz erklären, wie? Ah, okay. So, wie war das jetzt nochmal? Da werfe ich meine Klinge rein. Achso, nee, das geht nicht. So gut funktioniert. Kollege. Okay, jetzt bin ich bloß ein Gebiet weiter. Und da komme ich. Ja, schön. Also das ist der Weg zurück. Also irgendwo kriege ich dann das Ding, dem ich mich zumindest an den roten Haken festhalten kann. Alle drei gereicht. Ist das hier der Gatekeeper oder was? Diese einzelne Spinne, die immer an der Tür sitzt.
Kann nur mal kurz einer erklären, wo ich hier lang soll. Oh. Vielleicht nicht unbedingt hier runter. Nicht so falsch aussieht. Habe ich ihn damit jetzt aktiviert? Mit dem Quatsch. Naja, immerhin die Linksform wieder zurück, die Chaosform. So, also das hier runterdrücken, aber ich will erstmal an die Truhe ran. Ach, man kann die auch einfach totreden. Ich will die Hälfte der Arbeit sparen, das ist ja wie mit den Flüge oder was auch immer das sein soll. Was war das? Eine Karte. Ja, ist auch okay. Und hier kann ich jetzt die Zeit einfrieren, damit ich das Gewicht auf der einen Seite runterdrücke und dann aber trotzdem schnell genug rüberkomme, um noch da hochspringen zu können, ist jetzt mal meine wilde Voraussage. Was ist nur eine Kiste oder was? Eigentlich ist das der Schlüssel, oder? Komm. Ja, das ist der Schlüssel. It's the key. Das war hier vorne. So. Wie schön das Leveldesign einfach ist. Also. So eine Freude. Da ist eine Tür hinterm Siegel. Na danke. Too easy.
kriegen ihre Angriffsanimation nicht mal aufgeladen, bis ich so weit bin. Wenn mir gerade einfällt. Boah, ist das eklig, die von unten zu sehen. Was mir gerade einfällt, da war doch eben vorhin noch die Meldung von wegen des Dings. Der Akku sei gleich leer. Müsste es nicht mal leer sein? So. And now, do something completely different. Guten Tag. Eigentlich diese Spinne irgendwie besiegen. Okay, nochmal neuer Versuch. So, da fällt sie runter. Dann habe ich einen kleinen Augenblick Zeit, um kalt zu machen, oder? Gilt das schon als Treffer? Ich meine, da waren jetzt keine Treffer dabei. Ist nicht laut Anzeige. Dann kommt man da oben rein. Ah, nee. Ich komme dann da dran vorbei. Okay. Das ist auch eine Möglichkeit. Okay, ich kann ihn nicht besiegen. Oder zumindest jetzt noch nicht. Das galt nicht nur für die erste. Das gilt auch für die. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht kämpft man nie gegen die. Vielleicht sind das nur Gameplay-Elemente. Oh, wir haben da. Ja. Okay. Skeletor oder wie? Ja, nicht. Wind aus dem Segel nehmen, Kollege, aber du bist warm. Chaosform, so. Todesform ist für den anderen Kollegen. Ich war hier noch gar nicht fertig. Ich hoffe ja echt, dass Nordic... Oder das heißt, ich hoffe... Bin ziemlich sicher, dass Nordic schon längst Darksiders 3 in der Entwicklung hat. Mit einem etwas strengeren Schedule als beim zweiten. Im Sinne von...
dass sie irgendwann dann dicht machen werden und dem Spiel eine gewisse Größe geben, die handelbar ist und wo sich dann auch rechnet, so ein Spiel entwickelt zu haben. Also gehe davon aus, dass ein Darksiders 3 eher die Größe von einem Darksiders 1 als von einem Darksiders 2 hat. Und das wäre auch vollkommen richtig. Okay, das schnalle ich gerade noch nicht so ganz. Ich glaube, ich muss den Wagen oder diesen Felsen der Bombe oben drauf, den muss ich erstmal unten auf das Gleisbett schieben. Das soll doch ein Gleisbett sein, oder? Warum auch immer das hier ist, wo es nichts dazugehöriges gibt. Aber es ist richtig. So. Whoop. Whoop und schwuppdiwupp. Rüberbringen. Scheiße, ohne dabei vielleicht selber zu explodieren. Das ist machbar. Nein, das war scheiße. Bestimmt, also wenn man es rüberkickt, müsste es eigentlich gehen, oder? Es kann sein, dass das wegen dem Höhenunterschied nicht richtig funktioniert. Das hier als Rampe verstehbar? Nee. Da wird es nicht rübergehen. Aber vielleicht reicht das auch, das hier zu machen. Keine Zeit. Doch die Mutterspinne vernichten. Haha! Der Plan ist aufgegangen. Hier oben ist wahrscheinlich ein Schalter, oder? Yes. No! Okay, das war mal ein tiefer Fall. Spinne, die wollte bestimmt gar nichts Böses, aber Pech gehabt. Und hier ist der Schalter. Danke.
Ah, und das soll ich dann in die Luft. Okay, dann weiß ich auch, was ich springen soll. Zack. Oh, ich soll ja auch total Bock drauf haben nächstes Jahr. Killzone 1 und 2 nochmal zu spielen. Und Resistance 3. So ein Spaß. Ich bin gespannt, wie gut die noch funktionieren. Ich habe das, glaube ich, vor anderthalb Jahren mal nochmal auf der Dings gespielt, auf der auf der PS3, also da auch sonst. Und fand, dass das immer noch fantastisch gut aussah. Klar, Auflösung ist halt ein bisschen ärgerlich. Es wäre halt schön, das irgendwie in 1080 zu haben, aber das sieht immer noch toll aus. Also da geht schon immer noch einiges. Wow. Scheiße, hätte ich mal noch kurz gewartet. Sieht aber aus. Wow! Ja, jetzt können wir rumdrehen. Schon mal so eine Unterart davon, aber nicht brennen. Das kommt mir nicht sehr gut. So. Jetzt ist nur die Frage, gehen wir hier zurück oder gehen wir durch das Tor, das sich neu geöffnet hat? Ob sie wirklich richtig stehen, sehen sie, wenn sie hier die Tür öffnen. Ah ja. Das nehmen wir noch mit. Da kommen wir nicht hoch. Ich tippe mal, dass es da auf der anderen Seite genauso aussieht. Okay, das Bett ist stabil. Ach nee, das ist. Ach, ist ja Quatsch. Da bin ich ja hergekommen. Unsinn. Also. An den Abschnitt, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Krass. Also die Wüste wusste ich noch. Auch dieses Gebiet, wo man dann am Anfang das erste Mal so ein bisschen schwimmt. Das kam mir noch bekannt vor. Das. Oh, das sowieso am Anfang dann halt noch so ein bisschen so stadtmäßig ist. Auch das mit dem Hammer. Dass man den trifft. Ich wusste nicht mehr genau die Details, aber dass man ihn trifft, das wusste ich noch. Aber naja, es ist ja dann doch schon eine Weile her gewesen und auch durchaus ein umfangreiches Spiel. Da behält man auch nicht so alles in Erinnerung. Group Kill. Ich wollte gerade fragen, wo soll es denn hier laut Karte, ist da gar kein Durchgang, aber ist doch. So. Jetzt hier zur Chefin. Sehr danach aus. Ja, hier war gerade ein Speichersymbol und
Ich würde mal sagen, hier mache ich eine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Session wieder. Denn ich mache jetzt ab Bäuschen, bis ich das nächste Mal Zeit habe, wieder Darksiders zu spielen. Gut, dann bis dann. Wir gehen in Richtung Finale. Macht's gut!